Am Mittwoch kam Deutschlands Elektrokünstler Nummer 1 Christopher von Dylan alias Schiller zu 95.5 Charivari, um über sein neues Album Future zu sprechen. Im Interview erzählt der 45-Jährige von seiner Motivation, das Album herauszubringen. Schiller ist eine einzige lange Reise und ich versuche mit jedem neuen Album auch diese Reise fortzusetzen und eine neue kleine Reise innerhalb der Reise zu beginnen. Ja, ich habe in der Vergangenheit sehr gerne und immer wieder mit Veteranen zusammengearbeitet, im besten Sinne. Also Künstler, die ihre eigene Position schon gefunden haben, die wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen, die genau wissen, was sie können oder worin sie besonders gut sind. Bei Future hingegen habe ich versucht, auch da etwas der Zukunft einen gewissen Raum zu geben, in dem ich mit ganz vielen Newcomern gearbeitet habe. Das bietet aber im positivsten Sinne etwas mehr Raum für das, was ich menschliches Versagen nennen würde. Also für die Fehler, für die unvorhergesehenen Dinge, die man einfach geschehen lassen kann, wenn man neugierig ist, wenn man offen ist und nicht genau weiß, das ist mein Korridor, darin bewege ich mich und ich gehe keinen Schritt weiter. Bei Future ist es mir tatsächlich passiert, dass ich eine E-Mail von dem Agenten von Sharon Stone erhalten habe, der mich gefragt hat, sehr lakonisch und sehr schnörkellos, ob ich nicht Lust hätte, einen von Sharon Stones Texten zu vertonen. Die erste Überraschung war, dass ich nicht wusste, dass Sharon Stone Songtexte schreibt. Und die zweite Überraschung war natürlich, dass offensichtlich Schiller ihr bekannt war, sonst hätte sie mich ja nicht gefragt. Zukunft, ein optimistisches Album, würde ich sagen, ein sehr zuversichtliches Album. Trotzdem immer wieder Momente, in denen man sich wirklich fallen lassen kann, in denen man eintauchen kann in die Klangwelten. Und insgesamt, ja, wenn man das Doppelalbum sich anhört, 2 Stunden, in denen man wirklich alles um sich herum vergessen kann. Das neue Elektropop-Album Future mit vielen Gastkünstlern ist bei Polydor Island erschienen.